heute da, direkt aus Irland reingejettet. Stimmt gar nicht, sind ja gerade auf Deutschland-Tour. Und ich habe Markus Kafka schon den Schritt beigebracht. Jetzt kann er ihn auch, weil hier so am Mikro stehen, ne? Dann so singen und dann... Schwierig. Westlife, Fragen, Fax, Mail, Anrufen, Kreischen, Chatten, alles geht. Bloß nicht mit Marc, ne? Ihr wisst warum. So, jetzt haben wir Sandra in der Leitung, 19 aus St. Ingbert. Hallo. Sandra? Ja, ich bin dran. Sprich, hallo. Alles klar bei dir? Ja, bei mir schon und bei dir? Bei mir ist heute alles sehr gut, weil süße Jungs heute auf Sofas sitzen. Das finde ich ziemlich klasse. Mhm. Und bei dir? Bei mir auch, ja. Süße Jungs auf dem Sofa? Ja. Gut. Wir haben ja auf unserer Homepage mtv.de/select eine kleine Frage. Vielleicht kannst du die ja auch beantworten. Welche Boyband ist die glaubwürdigste? Schon hier sitzen, aber sie sind noch nicht da. Ich sag jetzt einfach mal, ich hoffe, sie kommen, wenn ich jetzt sage, hier sind Westlife. Nice to meet you. Hey, I'm alright. Take a seat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah. What about 5? He's been kidnapped. He's been kidnapped. Somewhere. Lost him. We got lost Mark. We couldn't find him before we came on. Also, ja, super. Marc ist jetzt gerade gar nicht da, obwohl das ja genau der ist, den ich ja am meisten kennenlernen wollte. Ja, where is he? I mean, are you kidding? Well, joking? No, I haven't got a clue. We came in and these guys came, we were in the dressing room and these guys came in and put him in a bag and ran away with him. Mein Team, meine Redaktion, Marc ist weg. Wo ist Marc? Ah, da ist er. There he is. Hallo, sieht er uns? Hallo, Mark. Hallo, Mark. Mark, can you hear us? Yes, I can. I want to be out of here. Okay. Where are you? Gut, er ist irgendwo backstage und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas tun, damit ich ihn kriege. Tony Fantoni. Ah, okay. So, jetzt brauche ich eure Hilfe und bitte, ich flehe euch an, helft mir unbedingt, damit der Junge hier auch auf dem Sofa sitzt. Ich weiß nicht, wo er steckt, irgendwo backstage. Ruft bitte an und helft mir and you will... ask something and I have to answer and then he comes. Can we have Mark back, please? Yeah, I want him too. I mean, here on the sofa. Can ich habe eine Mark back, bitte? Yeah, eine Mark. Kommt gleich um die Ecke. You will have a question for our viewers and if they say the correct answer. If they get the right answer, then we get to take Mark back. So we need back. You to get the right answer. Yeah, also definitely. anrufen und dann finden wir hoffentlich Mark und wir kriegen dann eine Frage. Okay, let's get to business. Okay. You're on tour tonight in Berlin. That's right. Mm-hmm. Will you wear these clothes tonight? No. No? Do you have these just casual daytime clothes? Oh, well, I wouldn't say so. We wear bikinis on stage. Ooh. Little bikinis, briefs. Yeah. That's it. I am there tonight, so if you don't wear it, you'll but be in all, big trouble. All the audience have to wear it, it's a rule. They all have to also wear bikinis. Okay. Yes. No problem. Also wenn ihr heute Abend in Berlin seid, bitte tragt euer Bikini, dann tragen sie auch ihrs, aber das werden wir mal sehen. Do you dance when you're on stage? I've never seen you on stage. Yeah, we do. We do a bit of it, yeah. I don't think, you know, like we're not a full-out dancing band like NSYNC or like, you know, Backstreet Boys. I think we concentrate more on the vocals than we do on anything else, but we do movements. I mean, our stage is in the center of the arena. It's in the round. So you constantly have to be moving around the stage, you know. So it's quite an energetic show. It's very energetic. Show. And I think anybody who likes pop music would really enjoy this as a show. But anybody who likes Westlife is going to love it. Also sie tanzen auch auf der Bühne, aber nicht so viel wie jetzt vielleicht NSYNC oder die Backstreet Boys in der Art, sondern sie bewegen sich so ein bisschen, müssen sich sowieso bewegen, weil die Bühne in der Mitte ist und drumherum Publikum. Ja, okay. Ihr ruft jetzt an, hier anrufen, ne? Weil Marc soll auch aufs Sofa und wir spielen in der Zwischenzeit für Marie, 15 aus Wesel, Shakira, wherever, whenever. Shakira, top? Or? Yeah, no. Okay, Shakira, gleich wieder mit Westlife. Yeah, check it out. Schon wieder bei Select MTV mit Westlife. Good to have you. Hello. Welcome to the show. Thank you. Still waiting for the fifth one. Wir warten noch auf Marc, das fünfte Mitglied. Und meine Redaktion hat sich einen kleinen lustigen Scherz erlaubt. Und jetzt ist Katja in der Leitung, 29 aus Langen und so weiter. Hallo Katja. Hallo. Woher kommst du? Langenberg. Okay, das ist Westlife. Aha, hallo. Hey. How are you? Und die haben jetzt Fragen für dich. Und du musst mir unbedingt helfen. Dann kriegst du auch die CD oder DVD von Westlife. Also, first question. Okay. What is Mark's favorite female singer?
Verstanden, Katja? Ja. Weißt du das? Nee. Warte. I don't know. Guess. Sorry. Take a guess. I'll give a tip. We recorded a duet with her. Die haben ein Duett mit ihr. War auch im Video. Oh, must be, Mariah Carey. She has a song called Butterfly. Katja, du hast Mariah Carey gesagt, ne? Ja. Du hast Katja gesagt, ja. Mark freut sich im Hintergrund. Okay, second question is, we've been on the German leg of our European tour all week, but what city do we have our concert in tonight? Katja. Yeah. What was the question for? What? In welcher Stadt heute Konzert? Wo sind wir denn hier? Berlin. Yay! I have the last question. What channel are you watching? Thank you. Oh, please don't get this one wrong. Katja? What channel I'm watching? Yeah. MTV. Yay! Katja, herzlichen Glückwunsch. Und Smark, bitte komm zu uns, Smark. Katja, Smark, I'm waiting for you. Ja, und du, Katja, hast die DVD gewonnen, handsigniert. Viel Spaß damit, ja? Ja, danke schön. Wir spielen auch gleich für dich Travis mit Flowers in the Window. Ja, danke. Okay, und Marc ist auf dem Weg. Ja, danke. In unseren Redaktionsräumen. Ich habe noch eine Frage. Könnt ihr vielleicht für Lara auf das DVD schreiben? Ja, machen wir. Und er kommt gerade um die Ecke, was mich sehr glücklich macht. Ah. Hey, Marc, nice to meet you. I'm Anastasia. Hi. People here are very dangerous. You're safe, man. Mark ist wieder da. Come and sit here. Right next. Schade. Gut, hinter mir. Katja, du hast gewonnen. Viel Spaß mit der DVD. Ja. The Westlife Story. Dankeschön. Could you sign Katja on this? Ja, no problem. Sie schreiben deinen Namen drauf. Travis, jetzt für dich. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Bye-bye. Okay. Direkt MTV mit Westlife. Heute in Berlin am Performen im Bikini. Im Bikini. Und wir plaudern gleich weiter. Ich habe ganz viele Fragen bekommen per Mail, Fax und Chat. Beantworten wir gleich. Jetzt spielen wir erstmal einen Wunsch für Westlife. Which video would you like to see? Nickelback. Okay, right. Bis gleich mit Westlife. Und wieder, und das war der Videowunsch von Westlife. Good to have you in the show. Thank you. It's great to be here. That's good. Do you all live in Ireland? Yes, we do, yeah. Where? West of Ireland. Three of us live in the west of Ireland and two of us are from Dublin. And which city in the west part? Sligo. Oh, I don't know that. Beautiful? It's a small place. It's very, very beautiful. It's a lot of countryside and a lot of landscape and mountains and cows stuff. Cows and sheep. Yeah. Also, Sie wohnen in Irland, auf dem Land. Zwei in Dublin, drei an der Westküste. Und da ist es schön, ruhig und landschaftlich. Many, many questions from the chat, mail, fax. Everybody wants you. And first question from the chat. Und zwar möchte Coconut wissen, Coconut wants to know, how long do you know each other? Well, we know the boys about 3 years. Nicky and Brian, we know them about 3 years because they're from Dublin, so they joined the band last. The three of us, we've known each other for about 10 years. Oh, that's a long time. Yeah. Schoolboy friend? Yeah, in school, yeah. In the same class in school. Okay, also drei sind zusammen zur Schule gegangen, die kennen sich deswegen auch schon 10 Jahre und die zwei anderen, die halt dann noch später dazugekommen sind, das ist dann 3 Jahre. Lea ist jetzt in der Leitung, 15 aus Aachen, hallo. 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 Westlife, deine Frage? Ja, ich wollte Messer fragen, ob diese Bühnenshow von Ihnen und die fünfeckige Bühne Ihre Idee waren. Ah, gute Frage. She wants to know if that was your idea to make this stage. Yes, in the round. Yeah. And how much influence do you have in the whole process of choreographing? Well, basically, we come up with ideas, and then we go to somebody who can tell us, you know, can those ideas work or not. And you know, so far the show has been absolutely superb, especially in Germany. The shows have been fantastic. So it reveals you guys, what you see. Lea, das war tatsächlich ihre Idee und die haben halt immer die Ideen und dann gehen sie zu Leuten professionell hin und fragen, so kann man das umsetzen, etc. Hast du Bock auf DVD? Ja, klar. Ja, handsigniert, viel Spaß damit. Ja, kann ich denn auch noch so Autogrammkarten von Westlife kriegen? Du kriegst die handsigniert, Autogrammkarten haben sie nicht, okay Lea? Ja, können wir Lea für Lea aufschreiben? Machen wir. Cool, danke. Gleich für dich Pink at the Party Started, ja? Okay. Danke. Gut. Tschüss. So, tschüss.
ist die nächste Frage. Und zwar, Cindy wants to know from the chat, are there any times you want to do something else than be a pop star? Sleep. Yes. I'd like to be a footballer. I'd like to play golf. Be very good at golf. Tiger Woods. Professionally? Yeah. Cool. I'd like to be a porn Football? Star. Roy Keane. Professional. Oh, okay. I'd like to be a professional sleeper. I love that. You get paid for porn star sleepers. Schlafen, golfen, football, you? Yeah, probably sleeping, or else like driving across America or something, like the coastline of California for a month or something, just getting away from everything, do you know what I mean? Yeah, I know what Sometimes you mean. Ein Monat lang durch Kalifornien fahren mit dem Auto, yeah. Wäre auch schön. Und schlafen ist auch eine feine Sache. Dann noch eine Frage. Haben die irgendwelche Tattoos? Anja aus Seehof möchte das wissen. Anja wants to know, do you guys have any tattoos? I can't see any. Any tattoos? Yeah. I've got a tattoo-ish. Where is Brian, it? Brian has some great tats. Do you have a tattoo? My tat? Yeah. He has some great tats. Ooh. What does it say? It says hello. It's Irish for hello. It says curry. Yeah. And then this is five ladies making the peace sign. Ah. And then that's that chicken curry, egg fried chicken rice. Chicken curry and egg fried rice. Alles klar. Also das Tattoo habt ihr ja gerade gesehen, das Peace-Zeichen aus Frauen gemacht. Sehr schön. Jetzt Pink für Lea, wir sind gleich wieder da mit Westlife. Bis gleich. MTV und ich habe ganz viele Fragen von euch bekommen. Psst. The teacher is talking, please. Sorry, sorry. Talking about cars. Also wirklich, Cars, ja super. Über Autos sprechen, so wenn eine Frau hier sitzt. While sitting yeah, next to you, okay, I understand. Yeah. Gut, eine Frage von Cindy, 16 aus Hameln, möchte wissen, ob Sie ein Buch schreiben möchten. Would you ever write a book like a diary and sell it? No. what we do on the road, you know, it's very, very hard. And to try and keep a diary or something like that will be a lot be very harder. Interesting. I think it will be quite interesting. He's actually keeping a wee bit of a diary. I'd say our tour manager. Our tour manager's a bit of a diary. On your video camera. So he'd probably write a book after the band. Nicky's got a video diary. He's like he sticks a camera in her face every day. It's like hello, every morning, every day. Morning. Yeah. Right after waking up. Yeah. Well, half no, an never, hour. Never, not right after. At least a minute after they wake up. Also meine liebe Cindy, Sie würden nicht unbedingt ein Buch schreiben oder ein Tagebuch, aber mit einer Kamera auf die Fresse halten und das auch schon ganz früh am Morgen. Also das funktioniert. So, Bad Habits möchte Sabrina aus Görwil wissen. Bad Habits? I mean really bad, not smoking or something. Really tricky. I know this is a bit rude, but farting is actually a really bad habit that a few of us have. I burp a lot. Nikki. Also, alle sind am Furzen und am Rülpsen und das auch noch im Tourbus. I burp a lot. Some of those pick our nose. Not only small, just a little kind of. Und Nase bohren. Lecker, lecker, lecker. Okay. Und jetzt noch eine Frage von Mandy aus Berlin. Die möchte nämlich wissen, wie die Narbe bei Kian auf die Wange kommt. You have a scarf? Ah ja. Scar. Oh, scarf. Yeah. Scar. Sorry. Yeah, I have a scar underneath my right eye. How did it happen? Someone fell off a bicycle when I was a kid. Oh. I got 6 stitches. No fighting, yeah, nothing spectacular. No. That's the other one. He's not a fighter, he's a lover. Yeah? He's a lover, not a fighter. Ah, okay. Lover, ne? Hier, kein Fighter. Einfach nur vom Fahrrad gefallen, nichts Spektakuläres. Wir spielen jetzt für, muss ich mal eben nachschauen, ich habe hier doch mal eins gehabt, genau. Ein Mail und zwar Cool Savas mit J Love DUT für Jesse aus Berlin. Gleich sind wir wieder da mit Westlife. Bis gleich. Hey, da sind wir wieder mit Westlife bei Select MTV und wir sind noch im Chat. Those guys, Natural, are actually on tour with us. Tonight. Yeah, on all over Germany. Natural, so heute auf der Bühne, morgen in Kiel, ja, the last two German concerts, tomorrow and today. Also Natural im Vorprogramm, die kommen aus Amerika. Nice guys? Yeah, they're very cool. Very cool bunch of guys. Ja, also nette Jungs, wenn ihr heute in Berlin seid, die sind dabei. So, jetzt noch eine Frage von Sarah, 14 aus Osterode. Sarah wants to know, the next single is gonna be Bop Bop Baby. Yeah, and she wants to know if that's true that Naomi was supposed to appear, but she did not. Why? That's true. She cancelled. Yeah, Naomi Campbell, basically. I have my own mic. From when they kidnapped me, remember? I remember. Yeah, basically, Naomi Campbell was supposed to be in the video.
I'm going to leave the Spice Girls. Don't! Yeah, and she was supposed to be in the video, but basically for some reason I think she was having a lot of personal problems at the time because she was in a court battle and stuff. Yeah. So, you know, we understand a little bit or whatever, but still, at the same time, She cancelled at the last minute. Well, but we actually were very happy with the replacement, yeah, and we were probably more happy with the replacement because it's cooler and not so kind of, it's not such a massive name, but I think it's a much cooler person, and she was a very friendly person too. It was actually a girl called Leah Wood, who is the daughter of Ronnie Wood from the Rolling Stones. So we were very happy to have her in the video. You know what, as well, we'd had Claudia Schiffer in Uptown Girl, and obviously Claudia Schiffer is you know absolutely beautiful. And you know, we think if we had Naomi, thinking about it afterwards, you know, Naomi's not quite as beautiful in my eyes as Claudia is. Oh, I see. Also es stimmt tatsächlich, Sarah, das hast du richtig erkannt. Naomi sollte, aber sie hatte ja Probleme vor Gericht und hat dann kurzfristig abgesagt. Dann haben sie aber die Tochter von Ron Wood von den Rolling Stones genommen und die ist noch viel hübscher und war dann auch nicht so ne Big Deal und sowas. Yeah, we're really looking forward to that video. Vinnie Jones is also in it. Vinnie Jones, yeah, he's Vinnie on the Jones. Video. He's in okay. It himself, so. Soon on MTV, tonight in Berlin, yep. Rock the House. That's right. We're gonna rock Germany, man. Rock Germany, morgen noch in Kiel. Thanks for stopping by. Thank you very much. Thanks to MTV. Yeah, thank bye. You to all the German fans as well. Jetzt U-Turn für Svenja 14 aus Fellbert. Bye-bye. Kreisch. Ja, da sind einige Fans. Also ich habe jetzt nicht selbst gezählt, weil ich keine Zeit hatte, rauszugehen. Aber meine Kollegen meinten, dass der ganze Hof ist voll. Es ist der Wahnsinn. Ja, Westlife sind noch im Haus und wenn sie rausgehen, werden sie natürlich euch Autogramme geben. Das ist doch sehr nett. Ja, es hat ja auch aufgehört zu regnen. Immer noch scheiß Wetter, aber egal, wenn Westlife da sind, kann man ja auch herkommen. So, wir kommen zum Select-Tipp der Woche. Brandneu, heute Telepop-Music und die aktuelle Single heißt Breathe. Das Album heißt Genetic World. Und wenn ich mal skaten gehe, konnte ich am Wochenende nicht, weil es geregnet hat, aber die CD ist dann auf jeden Fall in meinem Walkman drin, in meinem Mini-Disc-Player. Hammer toll. Echt so das, was man eigentlich braucht, um gute Laune zu bekommen, sind auch ein paar gesetzte Nummern drauf. Einige, wo man auch ein bisschen Frust schieben kann, aber ist ja schön. Sehr abwechslungsreich, sehr facettenreich. Bis hin zu, also von Popmusik über schräge Gitarren und sogar Raps. Also herrlich, kann ich echt nur empfehlen. Und wenn ihr mir sagen könnt, was Genetic World auf Deutsch heißt, dann könnt ihr das Album gewinnen. Schickt es uns per Fax oder Mail und hier kommen sie mit Breathe.